Ja, hallo, hier ist Zaki. Das ist ja wohl eine Überraschung. Da wir zurzeit nicht zusammen trainieren können, zeige ich euch hier ein kleines Programm, was ich auch gerne zu Hause mache. Und es wäre schön, wenn ihr dabei mitmacht. Wir fangen ganz einfach mal an und dann werden wir sehen, wo wir enden. So, wir wollen uns mal der inneren Muskulatur widmen. Das sind die Adduktoren und dazu wollen wir einfach mal ein bisschen die Beine schütteln, einfach die Muskulatur, Gelenke ein bisschen lösen und dann gehen wir mal nach unten und dehnen ein bisschen an. 1, 2, 3, 4. Dann noch einmal nach unten gehen und noch einmal. 1, 2, 3. Und nach unten. Jetzt gehen wir noch einmal weiter, ziehen etwas tiefer und wechseln. 2. Und noch einmal 1 und 2. Und wir tauchen auf, gehen noch einmal nach unten, stehen auf, lösen ein bisschen. Dann gehen wir noch einmal nach unten und wir versuchen einmal mit den Ellenbogen nach außen drücken. Und mit den Knien nach innen. Dadurch spannen wir die innere Muskulatur feste an und es geht noch mehr, etwas mehr. Dann lassen wir los und dehnen noch einmal und wir merken, es geht etwas besser. Andere Seite, tief geben und dann wechseln. 1 und wechseln 2. Und wir sitzen noch einmal tief und drücken noch einmal ganz feste Ellenbogen nach außen. Und Knie nach innen. Und mehr. Etwas mehr drücken. Und noch einmal Dehnung 1. Dehnung 2. Dann stehen wir einmal auf. Lösen ein bisschen. Entspannen. Jetzt wollen wir noch einmal einfach die Fußkanten nehmen. Und ein bisschen in den Boden drücken. Ganz feste. Und Druck machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann lassen wir los und gehen einfach mal ein bisschen nach unten. Hände können helfen dabei. Und wir merken, die Adduktoren sind gedehnt und wir kommen etwas tiefer. Dann stehen wir noch einmal auf, lösen. Und das bieten wir noch einmal. Schön mit den Fußkanten, Innenkanten in den Boden hineindrücken. Feste. Jetzt ist die Muskulatur, die Innenseite gespannt. Wir lösen und wir gehen noch einmal nach unten. Und wir merken, es geht jetzt schon etwas mehr. Aufstehen und lösen. Dabei ist das nicht unbedingt sinnvoll oder erstrebenswert, ganz in den Spagat zu gehen. Das muss nicht sein. Zum Stärken der Adduktoren können wir auch ganz einfach einen Ball nehmen. Wenn jemand einen Ball zu Hause hat, wir setzen uns auf den Po, nehmen den Ball zwischen die Beine und drücken fest nach innen und wollen versuchen, den Ball die Luft herauszudrücken und Festdruck. Jetzt haben die Adduktoren Arbeit und werden gekräftigt. Und loslassen. Durchatmen. Und noch einmal. Wir greifen. Und festen. Hier haben wir den gleichen Nebeneffekt, dass wir so ein bisschen die Bauchmuskulatur stärken. Und feste Druck machen. Und feste Druck. Das geht wohl noch etwas mehr. Feste drücken. Und lösen. Ein anderes Hilfsmittel, was
fast jeder zu Hause haben sollte, ist ein Stuhl, ein ordinärer Stuhl. Da gehen wir nochmal nach unten und nehmen einfach die Beine wieder und drücken noch einmal die Adduktoren nach innen ganz fest und haben den gleichen Effekt wie mit dem Ball. Hierbei muss man ein bisschen aufpassen, dass das Möbelstück noch stabil ist. Dann lösen wir nach außen, können wir auch die Abduktoren, dann drücken wir die Beine nach außen. Das sind die Gegenspieler zur inneren Muskulatur. Und feste und feste und lösen. Durchatmen. Und noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und lösen. Die äußere Muskulatur der Oberschenkel können wir noch einmal ausprägen, indem wir uns einfach an die Wand stellen ein bisschen und versuchen, die Wand umzukippen und feste Druck machen, halten, feste drücken und lösen. Jetzt werde ich euch den Rücken zudrehen, mache das auf der anderen Seite. Einfach die Kante nehmen und feste Druck machen. So arbeiten die Abduktoren, die äußere Muskulatur. Und lösen. Natürlich soll man diese Wiederholungen also mehrfach wiederholen, damit wir einen gewünschten Erfolg haben. Da es immer sehr wichtig ist, eine ausgeglichene Muskulatur zu haben, haben wir innere Muskulatur, äußere Muskulatur, sollten wir vorne auch und die Rückseiten auch trainieren. Wir können die Rückseiten auch trainieren, indem wir den Ball nehmen, auf den Boden legen, auf den Po setzen und einfach versuchen, mit der Hacke ganz fest den Ball in den Boden zu drücken, ganz fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und lösen. Andere Seite kommt und gleiche und feste Druck machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir können unsere Muskulatur natürlich auch stärken, indem wir einfache Taekwondo-Techniken ausführen. Wir machen einmal das rechte Bein nach hinten und heben einfach Vorderbein und geben einen Abchuck. Kick, 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 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann wechseln wir einmal und Kick, 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 1, 2, 3, 4, 5. Lösen, kurz durchatmen und wir gehen einmal linke Bein zurück, fangen wir an, einfache Toljo-Checking. Kick 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir wechseln einmal. Und Kick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und noch eine 10. Und Luft holen. Wir nehmen noch einmal das linke Bein nach hinten und heben Vorderbein und machen einen geschnackten Nerio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wir wechseln und heben das linke Bein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und holen Luft.
zeige euch jetzt noch einen Kick, den ihr gerne mitmachen könnt. Das ist der Jobchucky. Diesmal wollen wir von hinten starten. Einfache Jobchucky. Hinten absetzen, Jobchucky. Hinten absetzen, Jobchucky. Und wechseln, Jobchucky. Hinten absetzt, Jobchucky. Hinten absetzen und Kick. Wir können auch direkt Vorderbein, wie bei den Tolle-Chuckies, heben. Heben, Kick, 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 Kick und wechseln. Und noch einmal. Kick, 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 Kick und einen. Kick und lösen. Vielen Dank. So, das war das Programm für heute. Es hat mich gefreut, dass ihr reingeschaut habt und ich freue mich, wenn ich euch bald mal wieder persönlich unterrichten darf. Bis dahin bleibe ich euer Zacki. Merci!